Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search Aktienbildung und in diesem Video geht es um die 10 Favoriten aus Österreich, meiner Meinung nach, also die 10 besten Aktien für die langfristige Geldanlage. Ist natürlich alles keine Empfehlung, sondern die, die ich von Österreich am ehesten kaufen würde. Eine habe ich auch schon privat oder im Wikifolio. Österreich ist ein anderer Markt als die Schweiz, ein bisschen ähnlicher als Deutschland. Das heißt, es ist ein bisschen mehr geprägt von Mittelständlern, aber auch mehr Old Economy Unternehmen. Es fehlen so die ganz großen international erfolgreichen Unternehmen, was die Schweiz hat. Aber es gibt auch insgesamt nicht ganz so viele börsengelistete Firmen, weil viele Firmen auch privat sind. Allerdings ein paar, denke ich, habe ich rausgefunden. Interessanterweise ist das größte Unternehmen von der Marktkapitalisierung die Verbund AG und die machen eigentlich Wasserkraft vor allem. Ja, also die haben, man kennt vielleicht mal, vielleicht im Urlaub, da gibt es manchmal so große Rohre an den Bergen und die pumpen dann das Wasser hoch. Und wenn der Strom günstig ist und lassen das Wasser runter, wenn der Strom teuer ist. Und gerade mit erneuerbarer Energie wird es halt auch immer wichtiger, dass man diese Sachen hat, wo man einfach Strom federn kann von Angebot und Nachfrage. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll. Allerdings die Aktie ist schon ganz gut gelaufen die letzten Jahre. Sie profitieren natürlich sehr stark auch insgesamt vom Strompreis. Wenn viel Wasser auch so läuft, profitieren sie natürlich auch. Also sie haben nicht nur Pumpspeicherkraftwerke. Aktuell ist die Aktie vielleicht ein bisschen zu teuer geworden. Allerdings ist es sicherlich gerade von der Sachen grün und nachhaltig ein Titel, der auch da ganz gut reinpasst. Die zweite Aktie wäre die FACC AG, also FACC. Die sind ein wichtiger Zulieferer für die Flugzeugindustrie, also Airbus und solche Sachen sehen wir hier. Machen da auch so Verkleidungen, verschiedene Dinger. Das ist natürlich auch eine Branche, die wächst. Aktie ist sehr, sehr stark mal gestiegen, kam jetzt mal wieder ein bisschen runter, ist aber halt auch gewisses Hightech dabei und in einem strukturell wachsenden Markt. Wir sehen das hier. Jetzt könnte es mal wieder auch zu so einer Wende kommen. Und wenn es mal läuft, dann kann es auch wieder ganz gut sein. Und für 20 nächstes Jahr ein KGV von 11 ist für Flugzeugindustrie eigentlich ganz attraktiv. Auch eigentlich eine nachhaltige Aktie wäre die Lenzing AG. Die produzieren Textilfasern. Und zwar aus nachhaltiger Produktion. Ja. Das ist eine Alternative dann zu Wolle zum Beispiel, was ja über Tiere funktioniert und dadurch sind sie eigentlich ein veganer Hersteller. Ich glaube auch, dass das ist natürlich ein bisschen eine Commodity. Ja. Sie haben da keinen richtigen Brand. Die Sachen kennt man nicht so. Aber ich glaube, das ist etwas, was sicherlich Zukunft hat und auch so von den Trends passt, dass die Leute mehr zum Beispiel auch vegan anziehen wollen. Und dafür ist die Aktie nicht so teuer mit einem 12er KGV und gibt immerhin auch 3% Dividendenrendite. Stark entwickelt, war auch gut im Wikifolio Nebenwerte in Europa, ist die S&T AG. Die haben zum Beispiel auch Kontron übernommen, ist ein typisches IT-Systemhaus, aber haben auch eigene Produkte bei Software und Hardware. Wir sehen hier, hat sich in 10 Jahren wirklich wahrscheinlich einer der besten Aktien in Österreich gewesen, ver-13-facht, immer in 5 Jahren ver-6-facht. Also das wird wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren nicht gleich so laufen, aber trotzdem ist die Aktie nicht jenseits überbewertet. Ja. Man hat das nächste Jahr noch ein KGV von unter 20. Wachstum ist auch noch vorhanden und deswegen ist das sicherlich auch ein Titel, den man in Österreich auf der Watchliste haben sollte. Und nachdem es jetzt so 2 Jahre nach dem starken Anstieg eine Konsolidierung gab, könnte es auch mal wieder positiver laufen. Eine spannende Aktie, auf die ich eigentlich jetzt gestoßen bin, weil ich mir alle Aktien in Österreich mal kurz angeschaut habe, sind gar nicht so viele, wie man denkt, ist die Frequentis AG. Ist ein Börsengang vor 1,5 Jahren, glaube ich, haben eine krasse Kundenliste, Bundeswehr, Deutsche Flugsicherung, Polizei, EBB und die sind eigentlich vor allem, also das Hauptgeschäft ist Flugsicherung und die Kombination davon, aber auch Kommunikation bei Polizei und Bundeswehr. Das ist natürlich sehr, sehr krisensicher, weil man nur von öffentlichen Auftraggebern abhängig ist und gerade das Thema Sicherheit etc. nimmt sicherlich auch zu und die Aktie hat sich auch dieses Jahr eigentlich ganz gut entwickelt. Ist eigentlich für dieses krisensichere Geschäftsmodell auch noch eine vertretbare
Bewertung und wo halt ein bisschen Fantasie entsteht. Sie haben zum Beispiel, glaube ich, in Lateinamerika schon so ein Remote-Tower ausgerichtet. Ja, bis jetzt ist ja in der Flugsicherung, da sitzen Leute auf so einem Turm und schauen, wer irgendwie landen und starten darf. Und sie haben die Technologie, dass das auch irgendwo anders sein kann. Kann dann günstiger von Personalkosten sein und die Leute haben so noch mehr Überblick. Und das ist sicherlich was, glaube ich, auch irgendwann vielleicht von der EU dann irgendwie mehr kommt. Und davon sollten sie dann auch profitieren. Auch eine interessante gründergeführte Firma, ähnlich wie Frequentis, das ist auch eine Familienfirma, was ja auch positiv ist, wäre Pira Mobility. Kennt man eher noch als KTM Industries. Die haben aus Husqvarna Motorräder und sie sind inzwischen einer der führenden Motorradhersteller der Welt. Nicht nur Europa, sondern haben auch einen starken Marktanteil in den USA und in Indien. Und natürlich haben sie nicht nur Verbrennertechnologie, sondern auch E-Mobility und auch Fahrräder. Also ich habe, glaube ich, ein KTM-Fahrrad und klar, Fahrrad ist jetzt nicht so das Spannendste auf der Welt, aber sie sind doch ein führender Zweiradhersteller mit der E-Mobility, wenn sie das hinbekommen, hat die Aktie sicherlich auch eine Chance für eine Neubewertung. Ist jetzt nicht spottbillig, aber für so ein gründergeführtes Firma, die doch auch weltweit mitspielen, glaube ich, es ist nicht so uninteressant und vielleicht es gibt den einen oder anderen Motorradfan, der kann sich dann vielleicht sogar von Aktiengewinnen von so einer Aktie ein Motorrad kaufen. Aber gerne auch Feedback geben. Ich nutze das Produkt, das Motorrad jetzt nicht selber das Fahrrad ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Auch eine Aktie, die sich sehr gut entwickelt hat, wäre Fabersoft. Die haben sehr viele Sachen für Digital Asset Management, Kommunikation, also ganz verschiedene, auch so Cloud-Apps. Wir sehen hier die verschiedenen Sachen. Ist wahrscheinlich im Verhältnis zu den Amerikanern nicht best in class, aber viele Firmen wollen halt doch auch einen Europäer haben, aus Datenschutzgründen. Das ist einfach, sie haben hier mit Mindbreeze, wie gesagt, auch eine eigene Big Data Search, was ein großes Potenzial hat. Und so eine ganze E-Government Suite und das Cloud. Wir sehen hier auch, die Kunden sind bekannt. Aktie hat sich sehr gut entwickelt. Werde ich vielleicht auch mal bei Gelegenheit ein längeres Video zuzumachen. Wir sehen es hier auch, eine Versechsfachung in den letzten 5 Jahren notiert in der Nähe vom All-Time-High. Ist jetzt auch sehr teuer vom KGV, aber absolut 250 Millionen. Wenn da mal so eine Software wirklich läuft, ist das natürlich nicht so viel und könnte dann auch mal ein Übernahmeziel sein. Ja, das komplette Gegenteil ist eine Aktie, die sehr, sehr günstig ist. Ist jetzt nicht qualitativ so hochwertig jetzt wie Fabersoft, sondern das wäre POR AG. Das ist ein führender Baukonzern in Österreich. Und solange die Zinsen so niedrig sind, wird auch, denke ich, die öffentliche Hand weiter investieren. Deutschland hat ja sehr wenig Baukonzerne und POR kommt auch immer mehr nach Deutschland. Sie machen vor allem, sage ich mal, so für den öffentlichen Bau. Das kennt vielleicht der eine oder andere an der Autobahn. Man hat ein paar interne Probleme gehabt, glaube ich, auch in Arabien. Aktie ist aber inzwischen, zumindest wenn die Erwartungen stimmen, wir sehen natürlich, Bau ist ein bisschen schwankend. Ja, dann hat man 4er KGV. Es muss natürlich jetzt nicht 5 Euro kommen dieses Jahr oder nächstes, aber dann ist die Aktie schon extrem günstig und auch mit einer hohen Dividendenrendite von 6%, obwohl man nur ungefähr ein Viertel ausschüttet. Ich denke, wenn mal die Konjunktur wieder ein bisschen anläuft und die Leute wissen, die haben hier eine stabile Dividende, ist das eigentlich eine sehr günstige Aktie. Ja. Vielleicht auch nicht ein einfaches Geschäft, auch für die öffentliche Hand, wäre Rosenbauer. Das ist ein Weltmarktführer bei Feuerwehrfahrzeugen. Sieht man vielleicht auch bei Flughäfen oft. Und Aktie ist sehr günstig geworden, kam auch ein bisschen runter. Man hängt halt auch ein bisschen immer an der öffentlichen Hand, aber man hat ein einstelliges KGV. Und was ein bisschen vielleicht ganz schön ist, man korreliert halt auch nicht so krass mit dem Gesamtmarkt. Hat dann immer mal größere Aufträge und man hat hier immerhin die Möglichkeit, einen Weltmarktführer günstig zu kaufen. Wäre aber jetzt vielleicht auch nicht mein Top-Pick von den 10. Ja. Und die letzte und vielleicht sogar kleinste und vielleicht sogar spannendste Aktie, habe ich mal auf einer Investorenkonferenz gesehen, ist auf Wikifolio nicht handelbar, wäre Wolftank Adisa. Und die schaffen es, solche Tankanlagen zu restaurieren. Da sind sie eine der wenigen, die das dürfen. Das heißt,
Wenn irgendwie Öl gelagert muss, ich kann entweder einen neuen Öltank bauen oder ich kann den halt mit einer ganz eigenen Technologie von denen mit Harz aussanieren. Und Fantasie kommt halt ein bisschen, wenn das Wasserstoffthema kommt, sie sind dann Provider für Tankstellen und haben da jetzt noch auch viele Aufträge gewonnen. Das wird vielleicht beim Auto wahrscheinlich nicht kommen, aber beim LKWs. Das ist natürlich, und was natürlich auch, was sie noch als Nebengeschäft, das ist vielleicht nicht so interessant, dass sie Böden und Grundwasser reinigen können. Also sind eigentlich auch so eine Umweltfirma. Aber die Fantasie kommt halt eigentlich, wenn Wasserstofftanks immer mehr kommen und sie da viele Kunden gewinnen. Aktie ist nur 35 Millionen wert und hat ein 11er KGV. Also das kann dann auch mal sich schnell beschleunigen. Das waren also meine 10 Aktien aus Österreich, die ich generell qualitativ gut finde und insgesamt auch noch von der, zumindest für eine langfristige Perspektive und der Bewertung vertretbar finde. Denken ein paar sind auch attraktiv bewertet, deswegen sind die auch ins Wikifolio Nebenwerte Europa aufgenommen worden. Wenn ihr irgendwelche Aktien kennt aus Österreich, vielleicht aus Österreich kommt, gerne posten. Der Markt ist ja auch von einer überschaubaren Größe. Ansonsten natürlich auch gern Feedback geben oder Video weiterschicken, was andere zu meinen Ideen meinen. Und natürlich immer sich natürlich selber Gedanken machen. Das ist einfach nur meine Meinung, kann alles komplett falsch sein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß oder habt was mitgenommen aus diesem Video.